Hier seht ihr, Cargo ist Fracht. Gut, dann fahren wir einfach mal. Nur so im Voraus, die Autos sind nicht gerade besonders schnell. Und sie können sehr schön driften. Gut, ich zeige jeweils nur ein Auto, weil es lohnt sich nicht, wenn ich alle Autos zeige. Gut, jetzt nehmen wir mal einen. Den Sherman. Oh, warten wir. Ich bräuchte noch die Kohle. Gut, jetzt können wir zu dem Panzer rübergehen. Gut, dann werden wir doch gleich mal. Ups. Kohle. Und hier Shells ist das auch die Munition der Panzer. Und Cargo ist natürlich wieder Fracht. Wie ihr schießen könnt, das verrate ich euch jetzt. Ihr drückt einfach STRG, also Steuerung links, auf der linken Seite. Und dann schießt ihr einfach. Wow. Gehen wir mal hin, gucken uns den Krater an. Naja, eigentlich schon ganz gut, ne? Da können wir gleich mal den Sand nehmen. Also ich würde sagen, das eignet sich eigentlich relativ gut, um Minen abzubauen. Würde ich jetzt mal so sagen. Was, wie findet ihr das? Na, egal. Und was ich euch dann noch zum Schluss zeigen wollte, sind die Flugabwehrgeschütze. Hier haben wir das erste Flugabwehrgeschütz. Wie das jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Aber, ja, das ist halt das bessere Flugabwehrgeschütz. Das kann sehr schnell schießen. Und hier ist halt das etwas schlechtere. Schießen wir einfach mit dem etwas schlechteren. Dafür braucht ihr Anti-Aircraft-Shells. Ne? Ja, ganz nett, ne? Ja, ja, das war's eigentlich auch schon von meinem Tutorial. Ja, da stehen sie nochmal, die Fahrzeuge. Ja. Ja. Ich habe hier noch einen kleinen anderen Panzer oder einen etwas größeren anderen Panzer, aber